Herzlich willkommen heute wieder auf meinem Kanal. Diesmal wieder unterwegs in der Mafia Definitive Edition, das Mafia-Spiel von 2020. Heute sind wir mal mit ein paar Molotow-Cocktails unterwegs und werden mal ein paar Autos zerstören. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's. Molotow-Fette. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut. Dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Dann gehen wir mal ein paar Autos zerstören. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Sieh dich in der Bar um, alles klar. Sieh uns mal kurz in der Bar um. Irgendeine Notiz hier? Na, fündig geworden? Wer ist der Neue? Nee, ich beobachte dich, klar? Klar. Das ist nur so ein Zeitungsartikel, alles klar. Geh zu Pauli, dann gehen wir mal zu Pauli. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren, was soll man machen? Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Ah, die wird singen! Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Alles klar, dann haben wir mal alles. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier.
Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauly. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauly. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen! Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Oh, das ist aber eine Droge. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Dann will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist... Hey, wir zerstören... Na, die Bullen! Häng sie super ab oder zahl die Strafe! Hast du Unfall gebaut. Danke, Sir. Einmal Strafe zahlen, bitte. Von dem holen wir uns ein bisschen mehr. Und teilen es uns. Er ist zu nett. Sauber bleiben. Ich hätte dich sofort verhaftet. Was für ein Trottel! Dann fahren wir mal weiter. Na toll, gut geparkt. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd in uns. Hey, wir zerstören heute ihre Karren, nicht diese Kiste. Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Ah, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Alter, das Auto kommt ja mal okay, echt gar nicht voran. Okay, wir sind fast da. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Ja, Kugeln werden definitiv fliegen. Na los, Pauli. Lauf. Lauf. Der Boss sollte uns öfter zu Jobs rausschicken. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Hm.
So, dann werden wir mal hier hochklettern. Das mal klettert jetzt. Oh. Also manchmal ist die KI auch nur so ein bisschen eigen. Aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. So, aber das Dach mit dir. Das macht er schon. Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer bist du? Genau so. Gut gemacht. Der Typ ist erledigt. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Ja, dann geht's mal los. Da ist der Schläger und dann wird mal ein bisschen zerlegt. Zack. Kiste will niemand mehr. Ach, verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Mach ihn alle tot! Willst du unbedingt sterben? Genau. Ich würde sagen, der ist tot. Schnell! Von dem gibt's noch mehr! Der ist tot, so. Halt ihn mit dem Molotow richtig ein! Und einmal Molotow-Cocktails! Ich liebe den Geruch von heißem Blech. Morellos Jungs hätten das gehört! Das hat der ganze Block gehört! Wir müssen los! Wir nehmen Dinos Auto! Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schiffe gemeldet. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. So haben wir es immer schon gemacht. Dann wollen wir mal los. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Lass sie nicht entkommen! Kommt zurück, ihr Schweine! Scheiße! Dann würde ich sagen, hau wir mal ab. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Ja, kommen sie hinterher? Nee, sie kommen nicht hinterher. Hab ich doch gewusst, dass sie nicht hinterher kommen. So. Ab in die, über die Giuliano Bridge. Okay. Wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Aber der Wagen ist auch nicht wirklich schnell. Er gibt Vollgas und hier passiert irgendwie fast gar nichts. Fahr vorsichtig. Sie suchen noch nach uns. Haben's fast geschafft. Fast. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht auffallen. Warum ist der gerade so ein Schleudern? Ein paar Streifen wollen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Aber trotzdem schönes Auto. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Pass auf, wo du hinfährst! Meine Güte. Was juckt dich das? Waren aber heute auch alle im Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam... Häng die Bullen an! Wie ein Irrer. Sind zurück. Kollegen sind unterwegs. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder von der Polizei abhauen. Fahr vorsichtig. Sie suchen noch nach uns. Sind sie verschwunden. Sag Bescheid, wenn ihr ihn seht. So,
So, schnell weg hier. Fahr vorsichtig, Tom. Wir wollen nicht auffallen. Ach, wir fallen doch nicht auf. Was willst du denn? So, rein in die Garage und bremsen und aussteigen. Hallöchen. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? Wir haben's. War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Die Sprüche. Ah. Er ist also noch immer dabei. Fahr vorsichtig. Ja. Sie suchen noch nach uns. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gar. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Tja. Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Na, dann gehen die erstmal schön was essen. Das war in dem Fall Mission 3, Team Lotto-Fete. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nie wieder diese Videos zu verpassen und auf jeden Fall diesen Kanal weiter zu unterstützen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.